Mit einem freudigen Hallo begrüße ich euch. Bei dem keltischen Baumhoroskop geht es weiter mit der Zypresse unter dem Begriff Treue und Auferstehung. Sie steht für die Geburtsdaten vom 25. Januar bis 3. Februar und 26. Juli bis 4. August. Menschen im Zeichen der Zypresse geborenen sind treue Menschen und achten auf Individualität. Es ist ihnen völlig fremd, sich anzupassen und mit der Menge zu schwimmen. Sie sind anders und das ist ihr Pflichtprogramm. Sie suchen das Außergewöhnliche und die geistige Erleuchtung. Mit ihrer Hilfsbereitschaft wollen sie ihren Mitmenschen die Augen für das Wesentliche öffnen, weil diese es selbst nicht erkennen können. Der Zypresse-Mensch hat eine hohe Intelligenz, ist der Zeit immer voraus als Visionär, ist hilfreich und findet immer wieder Lösungen. Er erfährt durch seine Unabhängigkeit und Freiheitsliebe einige Widrigkeiten, gegen die er kämpfen muss. Er kommt seiner Zypresse mit dem Begriff Treue und Auferstehung gerecht. Denn er lässt sich nicht unterkriegen. Er steht immer wieder auf und schafft es dann auch ganz bestimmt. Leider kommt es vor, dass Zypresse-Geborenen mit Ironie ihre Mitmenschen verhöhnen. Allerdings nur dann, wenn diese ihre individuelle Art nicht ausreichend zum Ausdruck bringen können. Sie haben eine andersartige Ausstrahlung und aufgrund dessen werden sie als geheimnisvoll, aber auch als anziehend empfunden. In der Liebe benötigen sie einen Partner, mit dem sie sich auf ihrem Niveau austauschen können. Toleranz ist für den Zypresse-Mensch äußerste Pflicht. Wenn das gegeben ist, besteht für eine Partnerschaft ein echtes, wunderbares Abenteuer. Dabei sind sie absolut treu und das verlangen sie auch von ihrem Partner. Ja, das ist die Beschreibung der Zypresse-Geborenen. Und als nächstes geht es weiter mit der Pappel. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.